Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit Agnes und mir hier immer noch anwesend in unserer Tierwesenwelt. Und ja, ist schon wieder jetzt eine ganze Weile her, seit ich zuletzt aufgenommen habe. Ich wollte eigentlich schon viel früher und viel mehr aufnehmen, aber es war leider, heute ist Samstag, die komplette Woche so heiß, es ging einfach nicht. Ich hatte auch ohne, dass der PC ein Spiel, sag ich mal, handeln musste, was ja den PC unfassbar aufheizt, auch ohne das, nur wo ich ein paar Videos geguckt habe, damit ich mich irgendwie beschäftigen kann, weil im Wohnzimmer war es noch mal heißer als hier, da hätte ich mich auch nicht hinsetzen können. Hatte ich 32 Grad, ohne dass der PC ein Spiel anhatte. Hätte ich zwischendurch aufgenommen, ich glaube, ich hätte 34, 35 Grad in der Wohnung gehabt und ich hatte so keinen Bock darauf. Ich bin so schon fast zerflossen. Und heute ist Samstag, es ist keine Sonne da, es ist komplett bewölkt. Heute Nacht ist es bis auf 24 Grad abgekühlt. Ich hatte sogar die Fenster zu. Juhu. Keine Glocken, nichts zu hören. Schön gut geschlafen, sehr gut geschlafen. Kein einziges Mal wach geworden. Oh. Aber dafür habe ich jetzt aktuell wieder 27 Grad. Ich glaube, wenn man irgendwie meine Cam sehr, 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 sehr weit ranzoomt, kann man das bei mir im Hintergrund auch sehen. Ich habe da mein Hydrometer auf dem Schränkchen stehen, wo halt Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Uhrzeit angezeigt wird. Und ich glaube, da kann man wundervoll sehen, dass ich aktuell immer noch 27 Grad in der Bude habe. Und ich bin jetzt aktuell, wir haben 9 Uhr, also fast halb 10, knapp halb 10, 9.25 Uhr haben wir gerade. Noch ist es angenehm und ich muss ganz dringend aufnehmen. Ich müsste eigentlich noch viel, viel mehr aufnehmen, weil wir am 27. wohl oder ab 27. Wohl ein oder zwei Wochen vorneweg nicht wirklich Zeit haben. Oder ich nicht wirklich Zeit habe aufzunehmen, weil ich mit Dragomir WoW zocke und das aufnehme. Und das wahrscheinlich sehr häufig und sehr lange, weil da die neue Erweiterung rauskommt. Und da haben wir keine Zeit. Deswegen müsste ich auf Vorrat komplett aufnehmen. Müsste mit Salome komplett auf Vorrat das Medieval Dynasty aufnehmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen. Es kommt halt auch immer echt drauf an, wie warm das ist. Wenn das sehr heiß ist, fällt das sowieso aus, weil ich schwitze mich dann zusätzlich tot. Und es kann auch sein, dass mal gar nichts kommt eine Woche lang, weil ich durch Hitze und Co. einfach nicht dazu komme, ordentlich aufzunehmen. Was natürlich sehr schade wäre, weil ich liebe es aufzunehmen. Gerade hier auch mit Hogwarts oder so. Für Stardew Valley habe ich immer noch Folgen für 4 Wochen, also bis Mitte September habe ich immer noch Folgen. Und da muss ich wohl nicht aufnehmen. Ich habe so unfassbar viel aufgenommen in der Vergangenheit, dass ich tatsächlich irgendwie 3 Monate Material hatte. Und aber Hogwarts muss ich halt aufnehmen. Da habe ich ja nicht genug Material, also zumindest nicht in Anführungsstrichen für einen Urlaub, für einen Aufnahmeurlaub. Da muss ich echt gucken. Und mal schauen, wenn es heute schön angenehm kühl bleibt und nicht wieder übertrieben heiß wird. Vielleicht nehme ich auch mehr auf als nur 7 Folgen. Und heute Abend wird dann auch noch gestreamt mit Salome, wenn es nicht so heiß wird. Ich hoffe es. Ich hätte nämlich Bock. Und ja, so, wo waren wir stehen geblieben? Bei ganz vielen Nebenquests, ne? Hier beschaffe den Unsichtbarkeitstrank und das Donnerbräu. Übe in der Nähe der Zinnen das Fliegen. Übe in der Nähe von Keenbridge-Turm das Fliegen. Was ist denn mit übe das Fliegen gemeint? Kriege ich dann
Flugbefehle. Kriege ich Flugbefehle, wenn ich an den Stellen ankomme? Beschaffe die Alraune. Ja, die Alraune, glaube ich, haben wir angebaut. Da müssen wir uns dann nur in ein Gegnergrüppchen stellen und die Alraune nutzen. Drängestation. Bist du denn fertig? Ja, du bist fertig. So, aber ich brauche Material für einen Unsichtbarkeitstrank und ein Donnerbräu. Eduros, Maxima. Einen Unsichtbarkeitstrank kann ich machen. Und ein Donnerbräu. Frucht der Schrumpelfeige. Da könnte man unter Umständen in den Gewächshäusern vielleicht was finden, weil da ist ja immer mal wieder Zeug, wo man ernten kann. Da könnten wir eigentlich mal nachschauen. Das dauert ja hier ein Minütchen. Und die Gewächshäuser. Wenn ich übrigens auch so ein bisschen verpeilt bin, bitte nicht wundern, ich bin gerade noch nicht lange wach. Die Gewächshäuser sind, glaube ich, hier, ne? Ja. So, Kinderlein, ihr kennt das Spiel. Wir sehen uns gleich wieder. Wir kommen zurück. So, dann schauen wir uns hier mal um. Gucken, ob wir irgendwo rein dürfen. Und ob da irgendwo Schrumpelfeigen sind, die wir mitnehmen können. Mal guck hier, diese. Die können wir nämlich auch mitnehmen. Ich habe irgendwie immer Angst, dass die uns beißen. Und guck mal, was für Riesenpilze. Weißt du, wenn das irgendwie ein Steinpilz wäre, da könnte ich ein Jahr lang von essen. Da haben wir auch noch eine. Alles mitnehmen. Muss ich nicht selber anbauen. So, wo sind wir hier? Nee, das war irgendein Böppel, der rumgeflogen ist. Sind das nicht Schrumpelfeigen? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Beziehungsweise, ich habe es schon wieder vergessen. Achso, das war hier. Hier waren wir schon. Gut. In Hogwarts gibt es immer Geheimnisse. Ja, das stimmt. Gibt es immer was Neues zu entdecken? Oh, gucke mal, da ist eine Truhe, die wir noch gar nicht aufgemacht haben. Na Mensch. Gibt's das? Oh, noch mehr Venemosa. Oh, die ich aber nicht mitnehmen kann. Oh, was bist du denn? Dipfam. Komm schon, ich baue Schrumpelfeige. Schrumpel, Schrumpel, Schrumpel. Ach, du bist das. Hallo. Professor, wie kamen Sie dazu, Kräuterkunde zu lehren? Nett, dass Sie fragen. Ich hatte schon immer eine Vorliebe für Pflanzen. Daher ist meine Arbeit hier ein wahr gewordener Traum. Nach meinem Abschluss bat man mich, für meinen ehemaligen Kräuterkunde-Professor einzuspringen. Er hatte nämlich einen kleinen Unfall. Er wurde von der Venemosa gefressen. Aber für Sie war es ein Glücksfall. Nun, er hat sich nie wirklich um die Pflanzen gekümmert. Das konnten Sie spüren. Sie wären überrascht, wie scharfsinnig eine Pflanze sein kann. Jedenfalls begann der Ärger, als er eines Tages einen Wiggenbaum anschnitt. Zu seinem Pech verbarg sich in den Blättern ein Bowtruckle. Sie erinnern sich sicher an die wunderbaren Geschöpfe, die einem Zweig ähneln. Der kleine Kerl stach dem Professor ziemlich heftig in die Augen. Das war sicher schrecklich. Für den Professor vermutlich auch.
Und da haben Sie als Professorin für Kräuterkunde übernommen? Nicht ganz. Nach 3 Wochen im St. Mungo-Hospital erlangte er ein klein wenig Augenlicht zurück. Er bestand darauf, ins Gewächshaus zurückzukehren. Innerhalb einer Woche hat er, angeblich aus Versehen, einen chinesischen Kaukohl getreten. Und schwupps war er wieder im St. Mungo. Der hat genauso einen grünen Daumen wie ich. Oh Mann. Was für eine Pechsträhne. Er tat mir natürlich leid, aber ich wage zu behaupten, dass ich mehr Mitleid mit dem Kohl hatte. Ja, ist er nach eigentlich seiner Entlassung hatte sich seine Gleichgültigkeit gegenüber Pflanzen in Verachtung verwandelt. Na toll. Er verlor das bisschen Geduld, das er noch hatte, mit einer besonders temperamentvollen Venemosa Tentacula. Und tja, die daraus resultierende Beurlaubung dauert bis heute. Hat ihn den wirklich gefressen oder was? Ich hatte ja keine Ahnung. Wie furchtbar. Er ging zuletzt wohl nach Rumänien. Ich habe gehört, er hat ein plötzliches Interesse an Drachen. Oh nein, entwickelt. Die armen Drachen. Man kann nur hoffen, dass er mehr Freude an der Arbeit mit ihnen hat, als an der mit Pflanzen. Okay, er wurde wohl nicht gefressen. Einen schönen Tag noch. Oh, und nicht vergessen, seien Sie nett zu Wiggenbäumen. Was sind Wiggenbäume? Entschuldigung. Ja. Also ich hab ja auch keinen sonderlich grünen Daumen, ne? Deswegen schaffe ich mir erst gar keine Pflanzen an. Aber wenn man halt so ein Professor ist für Pflanzen und dann erstmal einen Fehler macht und sich nicht gut kümmert, was als Professor so schon richtig dumm ist, und dann halb blind wieder zurückkommt, einen Kaukohl nicht sieht und den dritt gebissen wird und wieder im Krankenhaus landet, und dann wieder zurückkommt und sich dann mit einer Venemosa anlegt. Also, Entschuldigung. Ganz dumme Idee. Richtig dumme Idee. Oh mein Gott. Oh Mann. Ach, da ist das mit dem Bambus. Da war ich schon. Ja, da haben wir leider kein... Aua. Immer zum Auge. Da haben wir leider keine Schrumpelfeige gefunden. Müssen wir wohl... Ich will jetzt ungern wieder neue Pflanzen anbauen, aber wir gucken mal dann in Hogsmeade, ob wir eine kaufen können. So. Was ich auf jeden Fall machen will, Tiere fangen. Das heißt, wir werden jetzt einmal in den Wald verschwinden. Und dann werden Tiere gefangen. Ganz viele. Ich meine, gut, ganz viele fangen kann ich nicht. Ich habe ja nur Platz für 4 oder so. Für 4 Arten, ne? Also 4 Arten mit jeweils, keine Ahnung, 12 Stück oder so gesamt kann ich beherbergen. Irgendwie sowas. Na, jetzt geh doch mal. Oh, was ist das? Die Geschichte von Roland. Ach so. Roland. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in den... Ja, genau. In Le Wald und gucken mal, ob wir da was Cooles finden, das wir mitnehmen können. Ich träume ja immer noch von einem Hippogreif, den wir mitnehmen können. Ich bin mal gespannt, aber wahrscheinlich kriegen wir eher aufs Maul, wenn wir den einfach so mitnehmen. Ohne uns vorher zu verbeugen oder so, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Bis gleich, ne? Hallo. Ich bin da. Oh Gott, krieg dich ein Spiel. Pilze. Ich darf doch gar nicht durch. Geh mal außen rum. Haubenhüpfe. Eine Libelle. Ich hatte kürzlich auch eine Libelle in meinem Zimmer. Die habe ich dann auch gefangen, habe sie wieder rausgebracht. Die war richtig groß. Die war so groß wie mein kleiner Finger. So, schauen wir mal. Spiel.
Ist gut jetzt. Oh, da sind Tierwesen. Was haben wir hier? Ah, das sind wieder Knuddelmuffs. Imoka-Knuddelmuffs. Hatten wir hier die Hippogreifen gesehen? Was ist das denn? Achso, das ist dieses Spinnennetz da, ne, wo wir schon mal gesehen haben. Da ist noch so eins. Aua. Ja, ist ja gut. Jetzt spiel. Ist doch jetzt mal gut, ey. Was ist? Achso, das war dieses Lager, ist das wahrscheinlich da unten, ne? Deswegen ist da ein Häkchen dran, da waren wir schon. Was ist das? Oh, Alter! Was war das gerade für ein Grafikfehler? Wer hier wohl gelebt hat? Eine Ruine. Das gucken wir uns mal an. Das klingt aber nicht gut. Hast du dein Testament geschrieben? Oh, Alter! Hier ist alte Magie. Ich will da hin. Vorausgesetzt, das Spiel lässt mich. Ach, warte, da kann ich doch bestimmt mit Feuer. Ich habe nicht mit Feuer, oder? Nee, das ist kein Feuer. Das ist Expelliarmus, ne? Nee, das ist Confringo, okay. Okay. Confringo! Mit euch. Was machst du denn? Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Wahrscheinlich wurde schon erklärt, was das ist, habe ich aber wieder vergessen. Das tut mir leid. Levioso. Was ist damit? Confringo! Ach so, kann ich auch kaputt. Ja, komm, geh Hunde. Oh. Levioso. Stopp. Was? Confringo. Akio. Okay. Okay. Kann ich denn... Komm du mal. Huch! Ach, guck. Akio! Da haben wir noch mehr. Oh! Oh nein! Schade, dass das niemand gesehen hat. Ja. Confringo. Levioso. Du musst warten, Kind. Confringo. Das war irgendein Rätsel oder was? Okay. Oh. Etwas, das besser ist als das, was ich anhabe. Nice.
Aber was hat's mit diesem Knochen auf sich? Levioso! Yay. Impulso! Das ist ganz kurios. Akio! Jetzt leuchtet doch jetzt so. Ich würde das ganz gerne irgendwie so ein bisschen hochziehen können. Okay. Wo hat denn der das? Oh, jetzt ist nicht alles draußen. Ich muss gleich niesen. Ah. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht lerne ich noch irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber ich würde sagen, ja. Wir haben hier ein kleines Geheimnis gelüftet. Ach, guck. Akio. Warum leuchtet das so komisch? Komme ich hier wieder raus? Oder kann ich hier einfach wieder hochfliegen? Warte. Nö. Leute, hallo? Ich will hier wieder raus. Auch guck mal, da ist auch noch was. Akio. Noch mehr Knochen. Ich kann mir echt nicht erklären, was das mit diesen Knochen soll. Kann ich. Oh, warte mal. Kann ich denn. Reparo. Visier die mal an. Nö. Okay. I don't Knopf. Akio. Ach, jetzt ist hier offen. Und weiter? Kann ich, wenn ich hier drunter stehe, fliegen? Auch nicht. Akio. Ich sitze hier fest. Ich stehe auf dem Schlauch. Schon wieder. Oh, warte mal. Hier sind Fackeln. Ach, die kann man auch anziehen. Auf der anderen Seite auch? Nö. Ist das einfach nur ein Licht oder ein Zeichen? Akio. Es ist einfach nur ein Licht da unten. Ja, Kinders, wir werden den Rest unseres Lebens hier unten verbringen und nie wieder hier rauskommen. Weil ich einfach zu doof bin, gerade rauszufinden, wie man hier rauskommt. Und dann kann ich hier einfach... Spring doch mal wenn höher, Kind. Oh,
Oh, da sind noch mehr Fackeln. Confringo! Depp! I'm sorry, ich glaube, ich muss pausieren, muss gucken, wie ich hier rauskomme, sonst können wir knicken zu spielen. Oh, by the way, wir sind eh schon bei 25 Minuten. Ich wollte ja mal wieder auf 20 Minuten halten, weil warm und ich muss mehr aufnehmen als üblich. Von daher würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich rausgefunden habe, wie ich hier rauskomme. Bis gleich.